Was ist uns wichtiger? Moderne Infrastruktur oder Naturschutz? Der Godorfer Hafen, der ist in Köln seit fast 30 Jahren ein Streitobjekt. Schon 1986 hieß es, die Stadt brauche mehr Hafenflächen, um den steigenden Güterverkehr stemmen zu können. Aber die Anwohner wehren sich dagegen, wie Hanna Decker zeigt. Der Rhein ist für Köln nicht bloß irgendein Fluss. Er ist das Symbol der Stadt. Das Rheinufer ist Naherholungsgebiet für viele Bürger. Aber auch für die Wirtschaft in Köln ist der Rhein wichtig. Jedes Jahr werden hier fast 13 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Damit ist die Stadt mit ihren vier Häfen der zweitgrößte Binnenhafenstandort in Deutschland. Und es werden immer mehr Container transportiert. Deshalb möchte die HGK, die Häfen- und Güterverkehr Köln AG, den Chemiehafen in Godorf ausbauen. Für Jan Zese von der HGK ist der Standort im Süden von Köln die einzige Möglichkeit, noch Hafenkapazitäten auszuweiten. Ja, Köln ist eine dicht besiedelte Stadt, eine Stadt, die sich über Wirtschaftswachstum freut, eine Stadt, in der die Bevölkerung weiter zunimmt, anders als in vielen anderen Gebieten Nordrhein-Westfalens und Deutschlands. Deswegen ist natürlich auch der Platz, was die Logistikflächen, was die Transportflächen, was die Hafenflächen angeht, knapp. Das sehen die Bewohner anders. Wie hier in Godorf gäbe es auch im Nielerhafen noch genügend Flächen, die für den Containerumschlag umgerüstet werden können. Deshalb wehren sich die Godorfer gegen den Ausbau. Dieter Neef hat dazu eine Bürgerinitiative gegründet. Er kritisiert die Hafenbetreiber. Die Rolle der HGK ist dubios, weil die Gründe, die sie immer vorgebracht hat, sind im Grunde alle nicht stichhaltig. Das Problem ist eher, dass die Aufsichtsbehörden die Sache nie gründlich durchleuchtet haben. Und deshalb kann die HGK im Grunde Geschichten und Märchen erzählen, ohne dass sie irgendwie aufgehalten wird. Geplant ist, dass zu den schon vorhandenen Hafenbecken ein weiteres hinzukommt. Das zusätzliche Areal wäre dann knapp 20 Hektar groß. 70 Millionen Euro soll es kosten, bezahlt jeweils zur Hälfte von der HGK und aus Fördermitteln von Bund und EU. Aber die Frage nach den Kapazitäten ist nicht der einzige Streitpunkt. Denn für den Ausbau muss ein Großteil des Naturschutzgebietes Syrte Aue geopfert werden. Hier lebten einst Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Schwarzmilane, Flussuferläufer, Zauneidechsen und Zwergfledermäuse. Die Bäume sind schon gerodet worden. Ja, das wäre eben wieder so einer dieser Gewaltakte gegen die Natur, die eigentlich überflüssig sind. Aber für mich persönlich wäre es tatsächlich ein echtes Verlust. Zese hält dagegen. Schiffe sparen CO2 und entlasten den dichten Kölner Straßenverkehr. Denn irgendwie müssen die Container in die großen Seehäfen nach Rotterdam und Antwerpen transportiert werden. Und für unsere Kunden hier im Süden Kölns ist es wichtig, dass der Weg zwischen Fabriktor und Hafen kurz ist. Denn sonst schicken die Unternehmen ihre Güter auf die Straße. 72.000 Fahrten pro Jahr könnte der Hafenausbau von der Straße auf das Schiff verlagern. Letztlich fällt die Entscheidung über den Ausbau im Kölner Stadtrat. Klarheit über die politischen Mehrheiten werden die Kommunalwahlen im Mai bringen.